Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Mordors Schatten. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich weiß es natürlich, aber ich will jetzt ein bisschen dramaturgisch, lassen wir das. So, ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir hier runterkommen und bewegen uns mal in... Habe ich jetzt eigentlich schon auf der Karte markiert, wo wir hin wollten? Habe ich nicht. Das heißt, wir gehen jetzt da runter und arbeiten uns dann nach hier drüben und dann da in das Gebiet. Aber hier kann ich euch sagen, das ist eine große Festung. Da werden uns bestimmt auch noch ein paar Hauptmänner entgegenspringen. Aber wie gesagt, wir gehen erstmal da runter, machen die Befreiungsmission. Haben wir auch was von und ja. Ich muss dann auch mal die Gebiete durchforsten, um halt zu schauen, ob noch irgendwo so Kleinigkeiten sind. Dass ich halt zum Beispiel mit dem Bogen noch ein bisschen die Legende hochprügeln kann und mit dem Dolch und so. Aber egal. Wir machen erstmal das. Lassen uns nicht lange lumpen. Machen einen Satz. Genau. Ein Mann Gondors. Geht doch ruhig näher ans Feuer. Hm? Magst du vielleicht näher ran? Du? Nee? Hathe Pech. Ich muss aber hier durch, das heißt. Musste leider sein. Es tut mir fast leid. Nicht. Was? Du fütterst die Karagor mit Sklaven? Alter, was bist du denn für eine Drecksau? Ja, Gefangenenlager, Festung, siehst du? Sag ich doch. Und du, mein Freund, machst mal einen Abgang. Weißt du was? Weil ich so dreist bin, werde ich mal schauen, ob hier vielleicht ein Hauptmann rumwuselt. Haha. Ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon längst über. Ja. Wo willst du hin? Du Menschendreck! Endlich treffen wir uns. Ja. Und du erfüllst pass mal meine auf. Erwartungen. Pass mal auf, Alter. Zünde das Leuchten! Du zündest gar nichts mehr. So, mein Freund, du darfst uns jetzt mal ein paar Informationen geben, ne? Wen haben wir denn jetzt eigentlich in der Mangel? Das war der, nee, der hier, ne? Den haben wir jetzt gerade. Was macht der denn hier hinten? Oder ist es der? Blablabla, überhaupt mal bedeutet, dass das in der Nähe ist. Ah, der ist in der Nähe. Den haben wir jetzt auch gerade in der Mangel. Weiterhin ist, glaube ich, nur der in der Nähe. Die anderen, die sind ziemlich weit weg. Ja, ich würde sagen, dann kannst du mal ein paar Informationen preisgeben über ihn. Über ihn hier? Ach so, die sind mir bereits bekannt. Ja, okay. Sind mir auch bekannt. Bekannt, 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 bekannt. Was mache ich denn jetzt? Na gut. Gorod. Karagor-Zema. Alles klar, mit dem Karagor brauchen wir dann nicht großartig antanzen. Der freut sich wahrscheinlich sogar darüber. Ah, der ist auch gerade in einem Machtkampf. Und zwar mit unserem, wie heißt der? Redback? Redback, ne? Gut, das ist ein altgedienter Hauptmann. Machtstufe 8. Das ist schon ziemlich stark. Status sucht nach einer Bestie, an der er seine Überlegenheit beweisen kann. Das ist gut. Es gibt nämlich dann auch so, ach, das machen wir dann später. Machen wir später, ne? Würde ich sagen, machen wir später.
So, wir haben ihn und werden ihn vernichten. Ich verliere nie. Nee, ist das so? Kennst du das schon? Was mach ich denn? Wer hat da Hilfe geholt? Ich werde mal kurz verschwindibussen. Die Festung ist jetzt gerade alarmiert worden. Das ist uncool. Das war so nicht geplant, aber ist mir auch vollkommen Latte. Ich brauche nur noch diese Dolchrune. Naja, es ist weg. Was? Meinst du das? Nee. So, wir holen uns die Dolchrune. Jetzt haben wir den Hauptmann erledigt. Mein Gott, ist doch schön. Was will man mehr? So, wir gucken mal, ob wir da irgendwie ein Kraut finden, das vielleicht unsere Pfeile auch aufladen kann. Was kann das aufladen? Nur unsere Gesundheit. Ach so, das auch. Ja, ist doch toll. Kann man ja nicht meckern. Ja, die Festung ist jetzt alarmiert. Das sieht man jetzt auf der Minikarte. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Können wir hier Pfeile aufladen? Ich hätte gerne Pfeile. Ja, das glaube ich dir. Hier immer irgendwelche Explosionen. Würde mich mal interessieren. Das ist cool. Das ist cool. Gut, liebe Freunde, dann legen wir mal los mit der Mission. Diese Menschen verweigerten die Befehle ihrer Uruk-Herrin. Rette sie, bevor sie hingerichtet werden. Oh nein, das heißt mit einem Timer wahrscheinlich, ne? Och nö, du. Töte Uruks mit einem Angriff von oben. Okay, okay. Kriegen wir hin. So, was muss ich jetzt hier machen? Seilrutsche benutzen. Whee! Yippie! Und ist schreiend wie eine Bleichhaut davongerannt. Ha! Ah. Diese Schande wird er nicht lange überleben. Ja gut, Gott sei Dank kein Timer, aber wir werden versuchen, das Zusatzziel mitzunehmen. Das heißt... Ah, guck mal, da ist auch ein Ifildin. Die anderen sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, macht dich das schneller. Es ist alles eine Frage, wie viele man ganz verschlingt. So, wo ist das Ifildin? Das ist wahrscheinlich ziemlich weit unten. Ach nö, das machen wir später mal. Das machen wir später. Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. So. Gehen wir in die Nähe. Machen wahrscheinlich erstmal den da. Alter, hier sind hier viele Uruks. Ah, schade. Kein Karagor. Wir brauchen eine Menge mehr Rohstoff, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Warte, die Geschütze hat etwas. Du riechst etwas. So, mal schnell den befreien und dann machen wir einen. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Bitte finde sie. Du willst zum Leuchtfeuer? Haha, hast du dir gedacht, mein Freund? Du
Was machst du denn? Ja, versuch's doch mal. Komm, hol dir mein Schwert. Achso, der ist da oben. Supi. So, dann schnappen wir uns mal den Kollegen. Udo nervt langsam. So, dann haben wir den da hinten noch. Möchte ich immer einen guten Jäger bei mir haben. Es ist jedes Mal ein Hochgewicht. So, schauen wir mal, hier sind doch bestimmt noch irgendwelche Kollegas. Hauptmänner oder so. Nö, keiner. Der Schmied wird mir eine größere Klinge fertigen. So. Der Hauptmann ist ganz nervös. Sagt, er hätte Gule in der Nähe gewittert. Gule? Ja, auf die werden wir auch noch treffen. So, mein Freund. So, jetzt seht ihr mal, was man noch machen kann. Es gibt nämlich hier auch noch so kleine Erfolge, in denen man ein paar mehr Uruks umklatscht. Ja, wie ein Falke. So, wir werden erstmal kurz die Bogenschützen machen. So. Das war der Bogenschütze, ne? So, jetzt habe ich wieder Kraft für euch. So. Hui. Ja, war nett. Ist hier was? War was? Ihr sollt arbeiten, Leute. Ihr sollt arbeiten. Danke, Waldläufer. So, jetzt haben wir noch eins klar. In der Nähe. Ja, ich weiß. Ich muss mir jetzt aber erstmal kurz ein bisschen Lebenspunkte verschaffen. Ich glaube, das kann ich hier unten machen, ne? Da habe ich solche Pilze. Aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch. Sehr schön. Wieder alles aufgeladen. Was glaubst du, was es ist? Keine Ahnung. Wen kümmert's?
was auch immer es ist, wir töten es, wenn wir es sehen. Ja, ja, mach das mal, mach das mal. Ich meine, es sind aber mehrere Sklaven dort. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier die Sklaven befreie... Oh, was war das? Er guckt nicht mal in meine Richtung. Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Lass ihn laufen. Der Hauptmann sagt, das ganze Land soll geplündert werden, damit uns nie die Vorräte ausgehen. Er sagt, das einzige Grün, das er sehen wird... Boah, athletisch. Hallo Leute, ich habe euch befreit. Was soll das? Wollt ihr mich veräppeln? So, ich hole mir mal kurz ein paar Pfeile. Le Pfeil. Wo haben wir sie? Da. Sehr schön. Dann holen wir uns mal den letzten Gefangenen. Spüre meine Klinge. Oh, jetzt habe ich den Karagor mit vernütschtet. Ja, das war's, ne? Dann haben wir den Kollegen auch jetzt befreit, hoffe ich mal. Wo kommst du denn her? So. Et voilà. Zusatzziel auch noch erfüllt. Mein Gott, ist ja ein Traum. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Nicht noch eine Latrine für diese Kreaturen errichten. Ja, Gott sei Dank musstest du die nicht sauber machen. Fällt erstmal um. Hallo? Bist du hier mal... Wie wär's mit hoch? So, jetzt suchen wir uns mal einen höheren Punkt. Ich glaube, wir nehmen den mal da hinten. Hier oben den. Und dann verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick über die ganze Chose hier. Okay, hier geht's nicht hin. Einfach hoch. Ah, wir haben ja auch noch einen Ephil-Ding. Schön. Wenn er sich auf ihre Rücken schwingt. Da haben wir es auch schon. Hab gehört, dass wir hier bald das Lager räumen. Ich nicht. Ich habe andere Befehle. Gut, dann muss ich dein hässliches Gesicht ändern. So. Gelaia Mordor. Du sagst es, mein Freund. Nicht mehr sehen. So. Dann schauen wir mal, haben wir hier noch einen Hauptmann? Nee, wir haben hier alle irgendwie weggesenzt. Bei allem, was hier so vor sich geht, könnten wir sicher ein paar mehr Krieger gebrauchen. Hier gehen Gerüchte um, dass der Häuptling 100 Berserker herschicken will. 100 Berserker? Meine Fresse. So, okay, jetzt haben wir da hinten nämlich auch eine Mission. Wir sind ja auch schon in dem nächsten Gebiet. Hier wäre es nur Informationen und eine Mission, die wir nicht machen können. Dann würde ich mal fast behaupten, wir machen Schweig. Bewegen uns mal dorthin. Ach, ist ja gar nicht so weit. Was war das denn? Du solltest da... Du bist unzufrieden mit Redback? Alter, du brennst. So, dann... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Hoch hier, hoch hier. Die soll mich doch gar nicht sehen. Also, nicht, noch nicht. Oh, fuck. Bogenschütze. Muss hier mal ein bisschen...
leiser vorgehen, ein bisschen vorsichtiger. Wir hätten die Menschen nicht so foltern sollen. Unsinn! Was? Umso zarter wird ihr Fleisch. Wer war das? Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Damit er sich umdreht und dahin verschwindet, wo er hergekommen ist. Mhm. Kommen denn die ganzen Bogenschützen? Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Das heißt... Das war doof, irgendwie. Das war auch nicht so geplant. Egal. Halt, warte mal, da sind doch Pfeile. Hier sind doch Pfeile. Ja, werde ich entdeckt, aber ich hoffe, ich werde nicht entdeckt. Also, ich wurde bis jetzt auch noch nicht entdeckt. Außer mal kurz. Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihren brutalen Zuchtmeistern hingerichtet. Rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. Ja, liebe Freunde, das ist die Mission, die wir jetzt als nächstes machen. Bevor wir das aber machen, würde ich halt sagen, werden wir einen Break machen. Ja, also ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Mordors Schatten. Bis dahin, macht es gut, euer Vayne.